Leute, mein Name ist EpicStan und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und Katja, schau mal, oh, renn. Wir werden von einem miesen, fiesen Mörder verfolgt. Und wenn der Mörder uns wegstetzt, haben wir verloren. Unsere Aufgabe ist es, Minecraft durchzuspielen. Wir müssen jetzt schnellstmöglich beeilen. Oh, der ist direkt hinter uns. Wollen wir versuchen, dass wir ihn beide wegstetzen? Der macht ja schon Damage. Er hat schon Holzschwert. Okay, ich habe über einmal Damage gemacht. Was ist denn da los? Wir müssen ihn auf jeden Fall wegschnetzeln. Dann dauert es ein bisschen. Aua. Oh, bis er wieder kommt. Aua. Oh nein. Und umso länger wir benötigen Katja, umso besser ist er auch ausgerüstet. Habe ich da gerade Feuer gesehen? Ich brenne schon. Katja, renn. Was ist denn da los? Wir dürfen auf keinen Fall hier weggeschätzt werden. Okay, hier ist Wasser. Ist er hinter dir her? Ja, er ist hinter dir her. Sehr gut. Ich gehe mal ganz kurz hier zum Bäumchen und baue Holz ab. Oh nein, der ist bei mir. Kann ich ihn sein eigenes Feuer schubsen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was ist denn da los? Oh, nee. Oh, was ist das denn? Er hat mich fast wieder entzündet. Okay, ich versuche ihn wegzuschätzen, Katja, dass wir ein bisschen Zeit haben. Und in der Zeit, wo ich ihn ablenke, kannst du ja vielleicht ein bisschen Holz schon abbauen. Ich brenne schon wieder. Das gibt's doch nicht. Schnell. Ist er hinter mir? Ja, er ist hinter mir. Aber der miese, fiese Mörder muss sich natürlich selber auch noch ein bisschen ausrüsten. Okay, er ist hier im Wasser. Ich renne. Kann ich hier ein bisschen Holz abbauen? Schnell, Holz abbauen. Hast du schon ein Schwertchen, Katja? Ich habe mir aus Versehen eine Spitzhacke gemacht. Was ist da los? Jetzt habe ich ein Schwertchen. Sehr gut. Danke. Warte mal, ich komme mal in deine Richtung, Katja. Und dann können wir ihn auf jeden Fall... Nein, ich sehe dich nicht. Das ist natürlich nicht so gut. Warte, jetzt könntest du mich vielleicht sehen. Bin direkt hinter dir. Hallo. Hallo, bitteschön. Dankeschön. Okay, der Mörder ist da hinten. Ich sehe ihn. Guck mal, wir können jetzt beide auf jeden Fall wegstetzen mit unserem Holzschwert. Was macht er denn jetzt da? Er geht hier einfach ins Wasser rein. Oh. Sehr gut. Warte, ich helfe dir. Wir machen den Damage und müssen ihn wegstetzen. Sehr gut. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Zeit, bis der miese, fiese Mörder wiederkommt. Und die Zeit müssen wir nutzen, Kater, uns hier schnellstmöglich noch besser auszurüsten. Okay, ich hole noch ein bisschen Holz. Wir können hier schnellstmöglich Stein abbauen. Und natürlich müssen wir der Minecraft auch durchspielen, um zu gewinnen. Ich mach mal... Oh, hast du schon eine Spitzhacke? Ja. Sehr gut. Okay, du baust sogar schon Eisen ab. Wir müssen sehr gut aufpassen, da der Mörder natürlich auch unseren Ofen abbauen kann. Ist der schon wieder bei uns hier? Oh, wir sollten uns schnellstmöglich noch einen Steinstein machen, Katja. Hast du ein bisschen Stein für mich noch? Bitte sehr. Vielen Dank. Okay, dann mache ich mir auf jeden Fall schon mal ein Steinschwert. Stickies habe ich. Nur noch mehr Eisen, ja? Habe ich ihn da oben gesehen? Ja, sehr gut. Ich weiß nicht ganz, ob er hier oben ist. Moment mal, ich gehe mal ganz kurz hier oben nachschauen. Oh, wow. Was hat er denn da schon? Er hat ein Steinschwert schon, eine Kettenrüstung schon. War das ein Eisenschwert? Er hat schon wieder das Feuerzeug hier und entzündet alles. Hilfe, er ist direkt über uns, Katja. Und er hat Pfeil und Bogen vor allen Dingen auch. Was ist denn da los? Okay, ich weiche ein bisschen aus. Ich versuche ihn wegzustetzeln. Oh, nee. Und krieg ich ihn. Ja, ich mache ihm auf jeden Fall ein bisschen Damage. Er trifft mich aber gut mit den Pfeilen hier insgesamt. Oh, nein. Ausweichen. Sehr gut, nochmal getroffen. Er mich aber auch. Ich werde hier aber fast weggeschnetzelt. Ich brauche einen Abgang. Ich habe so viele Pfeile. Ich brauche ein bisschen Hilfe insgesamt. Ich komme mal in deine Richtung, Katja. Ich bin hier Wasser, ich hänge. Pfeil und Bogen. Alle da unten. Kommt er mit dir her? Er kommt. Er ist direkt da. Warte. Wegschnetzeln. Aua. Wir haben nicht mehr eine Rüstung mehr gerade. Nein. Aber jetzt sind wir zu zweit. Schau mal, jetzt können wir zu zweit Damage machen. Oh. Er schießt die ganze Zeit Pfeile. Aber wir können ihn so wegschnetzeln. Sehr gut. Zwei Herzen hatte ich nur noch. Oh, Katja. Okay, wir müssen uns jetzt unbedingt mit Eisen ausrüsten. Gehen wir hier nach unten wieder rein. Wir könnten uns auch ein bisschen verstecken insgesamt, dass er uns nicht allzu schnell findet. Katja, schau mal, wie wir aussehen. Was ist denn da los? Und wir haben jetzt hier super doll viel Eisen gebraten. Als allererstes, hast du schon ein Eisenschwert? Nein. Oh, dann mache ich uns beiden ein Eisenschwert erstmal, damit wir den miesen Mörder natürlich noch besser wegschnetzen können. So, bitteschön. Dankeschön. Dann mache ich vor allen Dingen eine Eisenspitzhacke. Ich krieg Damage. Und Rüstung brauchen wir natürlich auch. Wo ist er denn? Verzauberter Bogen. Verzauberter Bogen? Was ist da los? Oh, mit Knockback? Oh, tatsächlich. Oh nein. Lass dich bloß nicht treffen. Was ist das denn? Wieso fies ist das? Oh, nee. Es geht hier entlang. Er hat nicht getroffen. Katja, sehr gut. Du machst den Damage. Okay, zu zweit können wir ihn immer sehr gut wegstetzeln. Und bitte wegstetzeln. Sehr gut. Einen verzauberten Bogen hat er einfach schon. Wir müssen uns echt beeilen. Okay, wir müssen uns vor allen Dingen auch ein Schild machen, fällt mir gerade auf. Okay, Spitzhacke habe ich. Ich mache dir auch eine, ja? Dankeschön. So, Spitzhacke mache ich dir auch. Dann mache ich erstmal eine Chestplate. Dann mache ich einen Helm. Für dich brauchen wir natürlich auch eine Chestplate. Und für dich brauchen wir
auch einen Helm. Kriegen wir hier noch zwei Hosen hin? Wir kriegen gerade so noch zwei Hosen hin. Schau mal, Katja. Danke. Bitteschön und bitteschön. Okay, damit sind wir schon ein bisschen ausgerüstet. Wir brauchen noch Schuhe und wir brauchen noch ein Schild insgesamt. Okay, oh, ich habe noch die Spitzhacke für dich. Schau mal. Damit sind wir auf jeden Fall schon einiges besser gegen den miesen, fiesen Mörder, der uns hier verfolgt, ausgerüstet. Wir sollten uns jetzt schnellstmöglich einfach nach unten bauen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Taktik. Oder vielleicht sind wir in der Höhle sogar ein bisschen weiter weg. Du? Ja, das können wir auch machen. Nice. Ist der Mörder hier irgendwo in der Nähe? Ich glaube nicht. Doch, da hinten war er. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Hier ist doch ein Eisen. Bogen. Okay, ich gehe ein bisschen weiter und suche eine relativ große Höhle. Er ist direkt jetzt über der Höhle, Katja. Passt bloß auf. Oh, er läuft da weiter, Ist hier irgendwo eine tiefe Höhle? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir bräuchten jetzt als nächstes noch ein bisschen Eisen, aber dann auch schon Diamanten. Und ich glaube, es würde sich auch lohnen, Katja, ein Diamantschwert zu machen. Hey, was ist da los? Vielleicht finden wir hier irgendwo Obsidian. Ja, das stimmt. Oh, wow. Was ist das denn? Oh nein, pass bloß auf, Ich gehe mal ganz schnell hier geradeaus weiter insgesamt. Er platziert TNT über uns. Pass auf, es fällt über uns runter. Oh, Achtung, Achtung. Was ist da los? Oh, nee. Schnell weiter, Und hier vorne ist Obsidian. Sehr gut. Du darfst bitte abbauen. Ja, das wird schnellstmöglich abgebaut. Oh nein, da steht schon wieder einer. Wir kümmern uns jetzt erstmal ganz kurz um den Mörder. Ich hoffe, er hat nicht wieder TNT dabei. Okay, er hat was auch immer dabei. Er kann ja alles explodieren lassen. Ja, hier ist auch sehr viel Lava. Oh, wow, was ist da los? Oh, er geht einfach damit weg. RTNT. Oh, vielleicht habe ich auch ein bisschen Glück, er schätzt sich selber damit weg. Oh nein, die Feuerbälle. Ich kann nicht immer zurückschlagen, die Feuerbälle. Was ist denn da los? Damage hat er bekommen, Was macht der denn jetzt hier? Hier wird einfach alles ab der gestetzt. Oh nein. Ja, ich gehe schön selber in den TNT. Oh nein. Ich baue es auch so gut es möglich ab. Oh nein, Ist abgebaut, Oh, was macht er denn da? Wow, pass auf, Hier explodiert gleich alles. Wurde er mit weggeschnitzt? Ja. Was ist da los? Okay, wir müssen jetzt schnellstmöglich hier das Obsidian abbauen, bevor er wiederkommt. Und das gesamte Obsidian wurde abgebaut. 10 Stück habe ich. Das bedeutet, Katja, es geht jetzt auf schnellstem Wege wieder ab nach oben insgesamt. Der Mörder könnte hier wieder irgendwo... Nee. Wow! Da ist er! Wir müssen uns auch mal für eine Bogen craften, Katja. Okay, ich gehe mal einen ganz anderen Weg. Hier ist Lava. Oh, er hat mich rübergeschubst. Was ist da los? Ah, guck mal, er geht uns hinterherlaufen. Oh, er schubst mich auch, aber ich bin noch ein bisschen vergiftet insgesamt. So, ein bisschen ausweichen, die hier entlang. Hier ist Flint. Ich habe Flint aufgesammelt, perfekt. Sehr nice. Eisen haben wir auch, okay, hinter uns explodiert alles. Hier soll es bestimmt irgendwo hochgehen. Ja, ich hoffe es. Oh nein, er ist direkt hinter uns, Schnell, schnell. Oh, hier wäre noch Gold. Wir sind wieder oben angekommen. Da würde ich sagen, Kater, schnellstmöglich bauen wir hier das Obsidian-Portal. Schnell. Ich weiß nicht ganz, ob wir den Mörder tatsächlich abgehängt haben, beziehungsweise wo er gerade ist. So, zack, einmal so, dann so und so. Hier. Hast du ein Eisen? Oh, perfekt. Flint habe ich auch. Okay, Flintenziel haben wir. Entzündet wir jetzt schnell rein. Müssen wir uns schnellstmöglich nach oben durchbuddeln. Und Kater, sobald wir den Ender-Track weggestetzt haben, dann haben wir gewonnen und der Mörder verschwindet. Oh nein. Okay. Die ganzen End-Crystals müssen wir schnellstmöglich wegschätzen. Da haben wir hier noch einen. Ich habe ihn nicht getroffen. Dann haben wir hier noch einen. Ich habe ihn wieder nicht getroffen. Was ist da los? Jetzt aber. Und da oben ist noch einer. Treffe ich den? Nö, absolut nicht getroffen. Okay, in den Gittern, die müssen wir natürlich auch wegschätzen. Den Mörder sehe ich gerade hier tatsächlich absolut ganz und gar nicht. Ganz da oben haben wir noch einen drauf. Kommt mal da dran insgesamt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Und kriegen wir den, einer den bekommen. Sehr gut. Das ist der Mörder. Oh nein. Hier explodiert wieder alles. Oh, was ist da los? Du bist so an hinten. Ich sehe dich. Doch, da ist er. Oh, der Ender Dragon ist auch da. Wir müssen auch irgendwie hier die Endcrystals wegstetzeln. Wir dürfen uns nicht zu sehr vom Mörder ablenken lassen, aber natürlich darf uns der Mörder auch nicht wegstetzeln. Da ist er. Ich sehe gar nichts. Achtung, hinter dir. Ah. Da ist er. Oh, wir können Damage machen. Oh, habe ich wieder Damage gemacht? Sehr gut. Sehr gut. Er platziert wieder TNT. Das gibt's doch nicht. Wow. Wie schnell ist er denn? Was ist da los? Oh, da hinten ist er nicht treffen, fast gar nicht. Das ganze TNT wird entzündet. Aber das Gute ist, durch das TNT kriegt er selber auch Damage. Wow, was ist das denn?
Ist er hier? Ist er hier? Ich bin mir nicht ganz sicher, wo er ist. Hier sehe ich nicht. Wurde er weggestetzelt? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht. Der steht da, der steht da. Oh, nee, nee. Geh schön in den Drachenatem. Oh, was ist da los? Warte, ich mach dir. Ich helfe dir, Kater. Ich helfe dir, Kater. Seine Rüstung ist auch relativ stark. Hat er eigentlich kein Schwert? Oh, hier. Also, er hat ein Eisenschwert. Er hat ein Eisenschwert. Okay. Damage machen, Damage machen, Damage machen. Okay, zu zweit sollten wir den auf jeden Fall gut wegschätzen können. Aber er hat echt eine gute Rüstung. Okay, alle Endcrystals wurden weggestetzelt. Und jetzt, oh, ist der Ender Dragon dran. Okay, jetzt müssen wir noch warten, bis der Ender Dragon gelandet ist. Vielleicht kann ich ihn tatsächlich mit dem TNT ein bisschen wegschnetzeln. Du hast ihn auch schon mit Pfeil und Bogen. Warte, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. So, oh, nein, nein, nein. Oh, du hast ihn wieder getroffen? Sehr gut. Oh, wieder getroffen. Oh, er landet, glaube ich. Er landet, glaube ich. Okay, ich platziere mal das TNT. Achtung, Kata. Ein bisschen Abstand. Ich platziere das mal so einfach und entzünde es. Das müsste auf jeden Fall, wow, auch deutlich mehr Damage machen. Und ja, es macht ein bisschen Damage. Und jetzt können wir wieder mit dem Schwert wegschnetzeln. Der hält leider echt ein bisschen viel aus, aber es klappt relativ gut. Hier ist Drachenatem, hier ist Drachenatem. Bin nicht ganz sicher, wo der miese, fiese Mörder ist, aber wir haben den Ender Dragon ja fast schon zur Hälfte weggeschnetzelt. Okay, Epic, ich krieg das hin. Ja, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Ich konzentriere mich jetzt auch auf den Ender Dragon. Und der Mörder! Weg mit dir! Oh, der Mörder ist wirklich verschwunden. Wir haben es geschafft. Und du hast den Ender Dragon weggeschnetzelt. Und wir haben Minecraft durchgespielt, die ganzen Level. Oh, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.